Hallo miteinander. Ja, ich bin krank und ja, meine Nase macht Rudolf gerade große Konkurrenz, aber hey, welches Video wäre da passender als eines, in dem meine Nase im Mittelpunkt steht? Im letzten Tatort habe ich euch gefragt, welchen Trick ihr als nächstes sehen wollt und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, hat mich wirklich gefreut, dass sich so viele die Zeit dafür genommen haben. Und dann können wir auch schon loslegen. Das Küsschen geben ist ein ziemlich simpler Trick, insofern eure Katze keine Angst vor eurem Gesicht hat. Und zudem ist es vermutlich auch einer der süßesten Tricks überhaupt. Ich habe hierfür drei Herangehensweisen. Möglichkeit Nummer 1. Ich habe Sirius das Küsschen geben beigebracht, indem ich mein Gesicht an Sirius' Schnauze angenähert habe. Sirius' Reaktion darauf war das Beschnuppern meiner Nase, was ich dann unmittelbar durch einen Klick und ein Leckerli verstärkt habe. Wenn eure Katze direkt von Beginn an eure Nase berührt, super, dann müsst ihr dieses Verhalten lediglich verstärken. Sollte sich eure Katze nur an eure Nase annähern, reicht es, wenn ihr das einige Male verstärkt und dann, insofern das Vertrauen zwischen Katze und Besitzer vorhanden ist, den restlichen Weg quasi selbst gehen und die Nase eurer Katze mit eurer berühren. Sollte eurer Katze dies unangenehm sein und sie weicht zurück, müsst ihr euch einfach mehr Zeit lassen und darauf warten, dass nach etwas Training eure Katze von sich aus eure Nase mit ihrer berührt. Heißt, kleine Schritte verstärken, jeder Zentimeter zählt. Wichtig ist natürlich wie immer, dass keine Rückschritte verstärkt werden, sonst kommt eure Katze nur unnötig durcheinander. Möglichkeit Nummer 2. Wer kein Problem damit hat, sich Leckerli auf die Nase zu reiben, der kann diesen Weg nutzen. Meine Nase ist schon gereizt genug, weshalb ich mir diesen Teil erspart habe. Nehmt euch ein geeignetes Leckerli, reibt es euch ein wenig auf die Nase und lasst eure Katze an eurer Nase riechen. Ab hier geht ihr vor wie bei Möglichkeit Nummer 1. Nasen berühren sich, klick, Leckerli. Sollte eure Katze eure Nase nicht direkt berühren wollen, jede Annäherung verstärken und sich langsam zum Zielverhalten hinarbeiten. Ja, machen wir gleich nochmal. Sehr gut. Möglichkeit Nummer 3, das Nasentarget. Diese Möglichkeit setzt voraus, dass eure Katze bereits gelernt hat, einen Klebezettel mit der Nase zu berühren. Bestmöglich natürlich auf ein Kommando hin, zum Beispiel Touch. Wenn die anderen beiden Wege nichts für euch sind, könnt ihr es also so versuchen. Klebezettel mit Leckerli einschmieren, da spart man sich also quasi das Nase einschmieren. Katze den Zettel vor die Nase halten, Katze schnuppert daran oder berührt den Zettel bestenfalls mit der Nase und das verstärkt ihr dann mit einem Klick und dem dazugehörigen Leckerli. Das übt ihr dann in mehreren Trainingsintervallen, bis eure Katze den Zettel zuverlässig mit ihrer Nase berührt und ihr nicht mehr mit Leckerlis einreiben müsst. Das Lecken am Zettel sollte natürlich nicht verstärkt werden, also immer rechtzeitig klicken und belohnen. Jetzt könnt ihr euch den Zettel auf die Nase kleben und jedes Mal, wenn eure Katze den Zettel mit ihrer Nase berührt, klicken und ihr ein Leckerli geben. Von Trainingsintervall zu Trainingsintervall könnt ihr den Zettel dann kleiner schneiden, bis ihr ihn ganz weglassen könnt. Und jetzt noch zum Kommando. Ich habe ein Zeichenkommando eingeführt, ich tippe mir also immer auf die Nase, damit Sirius Küsschen gibt. Ich habe das Kommando eingeführt, als ich mir ziemlich sicher war, dass Sirius verstanden hatte, was ich von ihm wollte. Ich habe mein Gesicht Richtung Sirius bewegt, habe mir ein paar Mal auf die Nase getippt, woraufhin Sirius dann Küsschen gegeben hat. Das habe ich insgesamt 4 Trainingsintervalle geübt, danach hatte Sirius das Kommando grob verstanden. Bei einem Wortkommando geht ihr exakt gleich vor, nur dass ihr euch eben ein Wort oder einen kurzen Satz wie "gib Küsschen" aussucht und dieses Kommando dann immer nennt, kurz bevor eure Katze eure Nase berührt. Mit der Zeit wird eure Katze dann das Kommando mit dem Trick verbinden und somit verstehen. Und wenn eure Katze das Küsschen geben zuverlässig beherrscht, könnt ihr den Trick auch noch etwas variieren, indem eure Katze zum Beispiel ein kleines Hindernis überwinden muss, um euch Küsschen geben zu können. Oder ihr bastelt euch auch eine Kussbude und erkauft euch, so wie ich, die Liebe eurer Katze mit Leckerchen. Und das war's auch schon. Ich hoffe, dass für jeden von euch eine passende Möglichkeit dabei war. Und jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Üben. Lasst mich doch einfach mal in den Kommentaren wissen, welche Methode euch am besten gefallen hat und welche bei euch auch funktioniert hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung und ein nettes Kommentar von euch freuen. Konstruktive Kritik darf natürlich auch ebenfalls in den Kommentaren geäußert werden. Platz. Platz.
Ich bin cool.